Wieso? Wir haben doch Meinungsfreiheit. Bei uns kann jeder sagen, was er will. So sehen es die Verfechter des offiziellen Corona-Kurses. Was sie übersehen, Menschen, die sich anders äußern, müssen inzwischen mit Konsequenzen rechnen. Lehrer auf Demos bekommen Probleme, kritische Beamte werden versetzt, Ärzte bangen um ihre Zulassung, Querdenker werden vom Verfassungsschutz bespitzelt und Journalisten von Chefs zu ihrer privaten Haltung befragt. Das ist nicht das, was das Grundgesetz unter Meinungsfreiheit versteht. Es herrscht die pure Angst vor Corona, vor Konsequenzen, vor sozialem Abstieg. Aber Angst fressen Seele auf. Und vielleicht auch Demokratie. Darüber rede ich mit einem der streitbarsten Intellektuellen Deutschlands. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Professor Norbert Bolz nach Berlin. Seid Sie gegrüßt. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Medien- und Kommunikationstheoretiker und Designwissenschaftler. Sie haben Philosophie, Germanistik, Anglistik und Religionswissenschaften studiert. Sie waren Professor für Kommunikationstheorie am Institut für Kunst- und Designwissenschaften der Universität Gesamthochschule Essen. Von 2002 dann bis zu Ihrem Ruhestand 2018 Professor an der Technischen Universität Berlin, Institut für Sprache und Kommunikation, Fachgebiet Medienwissenschaft, Medienberatung. Sie haben sehr viele Bücher geschrieben und das neueste heißt Avantgarde der Angst. Sie sind Autor bei Publikationen wie NZZ und Schweizer Monat und Sie gelten als einer der geistig unabhängigsten und streitlustigsten Intellektuellen Deutschlands. Kritiker werfen Ihnen intellektuelle Unberechenbarkeit vor. Das kann man allerdings auch als Kompliment werten, würde ich sagen. So, seit März können wir in einer Live-Studie beobachten, wie ein Land in Angst und Panik gerät und sich auch langsam daran gewöhnt. Das ist zumindest mein Eindruck. Kann Angst zu einer Art Lebensinhalt oder auch Religion werden? Ich finde, Sie haben das sehr gut beobachtet, sowohl, dass es allmählich eine Art Gewöhnungsprozess gibt, was ja eigentlich schlimm genug ist, zum anderen aber auch, dass Angst vielen Menschen offenbar eine Art Lebensinhalt gibt. Ich kenne analoge Phänomene auch in ganz alltäglichem Sinne. Es gibt auch viele Menschen, für die ihre eigene Krankheit eine Art Identitätsstütze ist, also die gar nicht wollen, dass sie gesund werden. Und so gibt es heute offenbar auch sehr viele Menschen, die gar nicht wollen, dass man ihnen die Angst nimmt. Bei Corona ist das jetzt ein sehr akuter Fall, aber wir haben das in vielen anderen Zusammenhängen ja schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten beobachten können. Und mein Buch geht ja gar nicht, wenn Sie so wollen, von der Initialzündung Corona aus, sondern greift viel weiter zurück. Also wir waren immer schon bereit, vor allen Dingen wir Deutsche, deshalb spricht man ja auch von German Angst. Wir waren immer schon bereit, auf Angstthemen anzuspringen und uns daraus eine Art, ja, sagen wir ruhig, Lebensphilosophie zu zimmern. Also das ist ein nicht nur spezifisch deutsches Phänomen, aber in Deutschland besonders gut ausgeprägt. Haben Sie eine Erklärung dafür? Nun, dass wir als Deutsche die Avantgarde der Angst sind, das hängt sicher auch mit unserer Geschichte zusammen. Hans Magnus Enzensberger hat einmal gesagt, die Deutschen waren die Weltmeister im Bösen und jetzt wollen sie die Weltmeister im Guten sein. Und um Weltmeister im Guten zu sein, muss man natürlich alle möglichen Gefahrenquellen der Welt abtasten. Sensorien entwickeln für die geringsten Gefährdungen. Und das haben wir in der Tat sehr, sehr stark ausgebildet in Deutschland. Wir sind immer die Ersten, die auf denkbare Gefahren reagieren. Und die Art der Gefahr, die Art der Reaktion auf die möglichen Gefahren ist immer eine Überreaktion. Und das war der eigentliche Aufhänger für mein Buch. Nehmen Sie nur das berühmteste aller Beispiele, Fukushima, also die ja dann sich als realistisch erwiesene Angst vor dem GAU, der nirgendwo in der Welt zu ernsthaften Reaktionen geführt hat, außer bei uns. Mhm. Und das ist natürlich schon interessant, wenn man sieht, am exakt anderen Ende der Welt geschieht etwas Katastrophisches,
Die Leute dort, außen herum, wo auch immer, nehmen es zur Kenntnis, reagieren aber nicht wesentlich darauf. Aber wir, wiederum am anderen Ende der Welt, ziehen die Notbremse in diesem Zug, der offenbar in die Katastrophe rast, so scheint es zu sein. Und wir sind wieder die Einzigen, so wie ohnehin die Deutschen sich ja nicht nur als Avantgarde der Angst präsentieren, sondern sich auch so verstehen. Das ist ihr Selbstverständnis. Wir sind Vorreiter. Wir sind diejenigen, die weltweit auch mehr oder minder den Takt für, ja, sagen wir ruhig, Angstlust geben. Und die anderen sollen wohl von uns lernen. Das ist auch ein Aspekt, der mich besonders interessiert an diesem Thema. Also diese Mischung einerseits aus Angst in einem geradezu panischen Ausmaße und auf der anderen Seite Größenwahn der Vorstellung, wir haben als Deutsche die einzig richtige Haltung zu diesen Bedrohungsszenarien und alle anderen sollen von uns lernen. Kann es auch damit zu tun haben, dass es uns so gut geht, dass wir eigentlich gar keine existenziellen Probleme mehr haben? Also ich glaube, Menschen in armen Ländern würden anders reagieren. Und sagen wir mal so, dort kennt man dieses Sicherheitsdenken und diese Art von Angst auch nicht. Hat es damit zu tun? Hundertprozentig richtig. Wir sind das Land, dem es zumindest in Europa am besten geht. Wahrscheinlich sogar weltweit. Und deshalb können wir eine Luxusempfindlichkeit kultivieren, die in anderen Ecken der Welt vollkommen absurd wäre. Niemand sorgt sich so sehr um den brasilianischen Regenwald als die Deutschen. Die Brasilianer sorgen sich offenbar überhaupt nicht um den Regenwald. Und auch die anderen haben wohl Ideen, was man da anders machen könnte, aber für die ist das keine existenzielle Herausforderung. Also es ist in der Tat so, dass wir uns im Grunde Luxusprobleme schaffen. Oder man könnte auch sagen, dass es so eine Art Grundempfinden des Menschen gibt, sich sorgen zu wollen. Und da wir offenbar relativ wenig reale Sorgen haben in Deutschland, schaffen wir uns künstliche Sorgen, die wir aus aller Welt herbeiholen. Dazu gehören die großen Themen unserer Zeit, also natürlich auch die Flüchtlingsbewegung, die Klimakatastrophe und. Alles diese Weltsorgen finden hier in Deutschland einen besonders fruchtbaren Boden, weil die Menschen hierzulande eben so wenig reelle Sorgen haben. So wie es auch in Deutschland vergleichsweise wenig Grund für Angst gibt, wenn man es mit anderen Ecken der Welt vergleicht. Aber gerade deshalb entwickeln wir das, was der Philosoph Odo Marquardt mal so schön das Prinzessin auf der Erbse-Syndrom genannt hat. Also gerade weil es uns so gut geht, ist diese kleine Erbse unter den 5 Matratzen unerträglich. Und auch das hat man schon sehr, sehr lange beobachten können und auch analysiert. Nur nimmt das niemand zur Kenntnis. Niemand geringerer als Sigmund Freud hat ja die Theorie des Narzissmus der kleinsten Differenzen aufgestellt. Das heißt auf Deutsch, gerade dann, wenn die Differenzen minimal sind, werden sie hysterisch als unlösbar oder als riesiges Problem dargestellt. Also wenn Sie so wollen, wenn die Differenz der Löhne zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland nur noch ganz gering ist, wird es zum Riesenproblem. Also wenn CO2-Werte oder Feinstaubwerte auch nur ein Minimum über irgendwelchen Standards liegen, wird es ein Riesenproblem. Und dieser Narzissmus der kleinsten Differenzen, der wird halt nur da kultiviert, wo es den Menschen wirklich sehr, sehr gut geht. Das ist also ein Wohlstands- und Luxusphänomen. Und wir schaffen es nicht, das zu reflektieren. Im Grunde müssten wir ja nur rausgehen aus dieser Situation und uns selber mal anschauen. Aber das tun wir nicht. Ja, jedenfalls nicht alle oder nicht viele. Ich bin ja nicht der Einzige, der das so sieht und denkt, zumindest die Leser dieses Buches scheinen es ähnlich zu sehen. Aber wir dringen da nicht durch. Also diejenigen, die versuchen zu analysieren und diesen Reflexionsprozess mal anzustoßen, die dringen nicht durch. Und das hat allerdings einen sehr massiven Grund. Und das ist eins der großen Themen in meinem Buch auch. Es gibt sehr viele Leute, die von dieser Angst profitieren, die von ihr geradezu leben. Also eine Art Angstindustrie. Das gilt für die Medien natürlich.
Es gilt aber auch für die Politik, nicht für einen Politiker, der heutzutage in großem Stil gar nichts mehr leisten kann. Man kann heute keine große Politik mehr machen. Sehen Sie sich so einen armen Menschen wie Heiko Maas an. Der kann immer nur irgendwelche Formeln, die vollkommen nichtssagend sind, präsentieren, aber hat natürlich keinerlei Durchgriffschance als Außenminister. So insgesamt, die Politik kann keine großen Entscheidungen mehr treffen. Und deshalb reguliert sie, also in das Leben des Alltags hinein, von uns allen. Sie unterwirft unseren Alltag einem unendlichen Regelwerk. Und da kann man natürlich am besten arbeiten, wenn man den Leuten Angst einjagt, beziehungsweise die Ängste, die schon geschürt sind, dann auch noch füttert. Und da spielen sich Politiker, die dann natürlich wunderbare Lösungen parat haben, und Medien, die davon leben, dass die Menschen mit Sensationen, Skandalen und Katastrophen gefüttert werden, die spielen sich wunderbar in die Hände. Und gegen dieses, wenn Sie so wollen, Angstkartell zwischen Politik und Medien anzudiskutieren und anzuargumentieren, ist natürlich sehr, sehr schwer. Die Industrie profitiert natürlich auch, gerade wenn es um gesundheitliche Ängste geht. Das sehen wir jetzt auch ganz schön. Die Schweden zum Beispiel sind ganz anders. Die Schweden haben auch im Frühjahr schon ihre Leute eher beruhigt, als ihnen Angst zu machen. Bei uns befeuert, wie Sie es gerade gesagt haben, die Politik zusammen mit den Medien die Angst und inszeniert sie auch. Sie haben es gerade gesagt, Angst macht natürlich Regieren leichter. Aber Angst ist halt der Schlüssel zu Gehorsam. Ne? Ja. Macht Angst dumm? Ja, auf jeden Fall. Angst macht dumm. Das müssen Sie gar nicht mir glauben. Das sagt auch niemand geringerer als der vollkommen untadelige linke Theodor Adorno, der genau dieses Bild geprägt hat, nämlich von der Schnecke in ihrem Haus, die hin und wieder mal ihre Fühler hinausstreckt, aber immer dann, wenn es auch nur annäherungsweise gefährlich wird, zieht sie ihre Fühler zurück und versteckt sich in ihrem Haus. Das ist das Modell für Verdummung. Ja, und ich will den Schnecken nicht zu nahe treten, aber da kann sich nichts entwickeln an, wie soll man sagen, Kultiviertheit, geistige Entwicklung oder was auch immer. Das heißt also, je mehr Angst sie haben, umso mehr ziehen sie sich in ihr Schneckenhaus zurück, umso weniger Welterfahrung machen sie, umso unrealistischer sind ihre Erwartungen an die Welt. Das heißt auf Deutsch, umso dümmer werden sie. Und insofern ist das wirklich eine ganz bedenkliche Entwicklung, dass man Politik macht und Geschäfte macht mit der Angst anderer Menschen. Wobei ich jetzt nicht behaupten will, das sei ein völlig neues Phänomen. Das gab es natürlich immer schon. Man hat mit Kriegsangst beispielsweise immer schon Politik gemacht. Und die Medien haben schon immer davon profitiert, dass irgendwo Kriege ausbrechen, Katastrophen geschehen oder Sensationen zu melden sind. Aber dass das so systematisch gemacht wird und dass das im Grunde auch die Menschen wieder zu Untertanen macht, das ist wirklich sehr, sehr bedenklich. Also ich glaube, wir waren schon seit Jahrzehnten nicht mehr so weit von Aufgeklärtheit entfernt als Gesellschaft wie heute. Wenn man bedenkt, dass Jugendliche und Kinder jetzt mit dieser Angst aufwachsen, für die wird das ja ganz normal. Da fragt man sich schon, was bedeutet das für die zukünftigen Gesellschaften? Ja, das muss man fast an jede einzelne Familie adressieren, diese Frage. Ich persönlich mit meinen 4 Kindern habe schon seit vielen, vielen Jahren die Überzeugung gewonnen, man muss mehr denn je seine eigenen Kinder imprägnieren gegen dieses Dauerbombardement von Medien und Politik. Das ist natürlich verdammt schwierig, aber immerhin hat man ja noch als Eltern einen gewissen Einfluss auf seine Kinder, wenn der auch immer mehr schmilzt. Und zum anderen gibt es ja auch doch noch alternative Informationsquellen. Und das sind im Grunde meine Hoffnungspunkte, ja. Also gegen diesen Mainstream der politisch-medialen Elite. Es gibt alternative Medien, das große Thema unserer Zeit. Aber es gibt ja immer noch auch, wenn Sie so wollen, Peer Groups. Es gibt Familien, die immer noch halbwegs intakt sind und in denen erfahrenere Menschen ihren eigenen Kindern vielleicht dann doch auch Zweifel und Skepsis beibringen können gegenüber dem, was sie tagtäglich als Propaganda zu hören bekommen. Und darauf setze ich ein bisschen meine Hoffnung. Also ich bin keineswegs Kulturpessimist, der den Untergang des Abendlandes vor sich sieht, sondern ich denke, es ist nur etwas, das
Und die Verantwortung, die jetzt auf jedem Einzelnen liegt, war schon lange nicht mehr so groß. Man kann auf viele Instanzen unserer Gesellschaft nicht mehr vertrauen. Und das macht im Grunde die Herausforderung für jeden Einzelnen größer denn je. Mhm. Nur das sehen, glaube ich, viele Leute nicht, dass man eben nicht mehr vertrauen kann. Sie möchten gerne vertrauen. Aber ja. Es gibt ja nicht nur die Angst vor Corona, sondern auch die Angst, von der offiziellen, also der richtigen Meinung abzuweichen, weil das wirklich Probleme nach sich zieht, im Beruf, in der Familie, unter Freunden. Und deswegen halten viele den Mund. Was glauben Sie, sind die Befürworter der Corona-Politik wirklich so sehr in der Mehrheit, wie es scheint? Eines der Lieblingsstichworte unserer Zeit ist ja Framing. Und ich weiß natürlich als Medienwissenschaftler, der sich übrigens auch sehr mit Statistik beschäftigt hat, wie sehr man Antworten gestalten kann durch die Art, wie man fragt. Und das ist, wenn Sie so wollen, die Kunst von Public Relations, die Kunst der Statistiker und die Kunst der Umfrageinstitute schon seit Jahrzehnten. Das ist also ein offenes Geheimnis. Wenn man sich die einzelnen Fragestellungen dann anschaut, genauer anschaut, sieht man auch, dass das auch gewollt ist. Also man gibt den Leuten dann schon eine Richtung vor, wie die Antwort wohl sinnvollerweise und vernünftigerweise zu lauten hätte. Nun, ich will aber nicht in Frage stellen, dass die Angst, was jetzt Corona betrifft, sehr groß ist. Übrigens auch nicht ohne Grund. Also es ist ja nicht... Ich bin ein alter Mann, gehöre also zu dieser berühmten Gruppe der besonders Gefährdeten. Sie sehen aber ziemlich fit aus. Ja? Vielen Dank. Ich werde mir das zu Herzen nehmen und daraus noch mehr Mut schöpfen. Aber ganz im Ernst, es ist ja schon so, dass tatsächlich einige Menschengruppen, die Alten, die mit Vorerkrankungen, die Kranken, eine berechtigte Angst natürlich auch haben. Das ist Wir ja haben nicht aber alle so. Angst. Ja, das ist allerdings auch wahr und das blockiert natürlich auch die Möglichkeit, Sie haben Schweden als Gegenbeispiel mal gebracht, das blockiert natürlich auch die Möglichkeit, gelassen und mit Augenmaß zu diskutieren. Eins der Hauptmotive meines Buches ist ja, wenn Sie so wollen, eine Art Folgelastrechnung aufzumachen für den berühmten Greta-Spruch, I want you to panic, ich will, dass ihr in Panik ausbrecht. Und das ist sicher das Schlimmste, was man sagen kann, das Schlimmste, was man von Leuten fordern kann. Denn Panik ist der Maximalzustand von Unterwerfungsbereitschaft und vor allem von Denkunfähigkeit, von Urteilsunfähigkeit. Sie sind praktisch erfroren in Angst, wenn sie in Panik ausbrechen und lassen sich dann alles, aber auch alles vorschreiben, was andere, die an der Macht sind oder die Medien beherrschen, ihnen dann sagen. Also das ist das Schlimmste, was wir unbedingt vermeiden müssen. Aber es gibt keinen Zweifel. Natürlich gibt es Gefahren. Ich wäre auch der Letzte, der das bezweifeln würde, auch was Energieversorgung betrifft, auch was fundamentalistische, terroristische Gefahren betrifft und. Autofahren, natürlich auch Alltagsgefahren, selbstverständlich die berühmten Statistiken, die zeigen, dass nichts gefährlicher ist als der eigene Haushalt und, vollkommen klar. Ja. Nur darüber, nehmen wir das Beispiel Haushalt, das trivialste aller Beispiele, da haben wir eine relativ gelassene Abwägung von Gefahren und Risiken. Ja? Weil wir also, den Eindruck haben, wir haben es in der Hand. Wir haben es in der Hand, ganz genau. Während uns bei fast allen anderen Themen mehr oder minder eingeredet wird, das ist Schicksal, man kann nichts dagegen tun. Nehmen Sie etwa mal ein anderes Beispiel, die Migrationsfrage, wo dann diejenige, die wirklich die Autorität hat, Frau Merkel, dann gesagt hat, ja, das ist halt ein Schicksal. Dagegen kann man nichts tun. Wir haben keine Chancen, irgendetwas zu tun. Nicht, man kann Grenzen nicht schließen. Oder wie sie so schön dann auch gesagt hat, jetzt sind sie nun mal da. Das ist Schicksal, man kann nichts dagegen tun. Und so wird uns halt sehr, sehr viel präsentiert, auch in der Europapolitik. Ja, das ist halt Schicksal. Entweder wir machen das, was wir euch vorschreiben, oder die Katastrophe. Und das ist natürlich das Gegenteil von Diskussion, von Debatte, das Gegenteil auch von aufgeklärter Urteilsbildung. Deshalb meinte ich vorhin, wir sind so weit von Aufgeklärtheit entfernt als Gesellschaft wie schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Mhm.
Kommen wir nochmal zurück zu denen, die sich jetzt nicht trauen, was zu sagen. Ja? Das nennt man ja auch Schweigespirale. Das sind von Elisabeth Nölle-Neumann vom Allensbach-Institut damals ins Leben geworfen. Und sie benutzen den Spruch ja der Schweigespirale auch, dass Menschen, wenn sie glauben, dass sie in der Minderheit sind, sich nicht trauen, ihre Meinung zu sagen. Ja? Kann man das denn irgendwie durchbrechen, diese Schweigespirale? Nach Nölle-Neumann ja, und ich hoffe es natürlich auch sehr, dass es uns gelingt, denn wir sind in einer solchen Schweigespirale bei fast allen großen politischen Themen, auch bei dem Thema Political Correctness übrigens, das ja unmittelbar mit dieser Schweigespirale verknüpft ist. Bei Nölle-Neumann ist es ja so, dass es letztlich auf den Mut des Einzelnen ankommt. Also ihr klassisches Beispiel mit dem Abteil im Zug, in dem hetzerisches Denunziations rhetorisches oder diskriminierendes geäußert wird. Und dann ist eben die Frage, hat jemand den Mut, dagegen zu sprechen, ja, aufzustehen und dagegen zu sprechen, um dann eben die Erfahrung zu machen, so die Hoffnung von Nölle Neumann und natürlich auch meine persönliche, dass dann viele andere, die geglaubt haben, sie seien die Einzigen, die eine andere Meinung haben, merken, hey, wir sind ja in der Mehrheit. Der, der diese verrückten Ansichten äußert, der ist ja eigentlich in der Minderheit. Aber das ist natürlich in einer Mediengesellschaft nicht ganz einfach. Denn wer hat schon Zugang zu denen, die die öffentliche Meinung prägen? Das sind nur ganz, ganz wenige. Das ist eine Elite, ja, eine politisch-mediale Elite. Und in diese zumindest massenmediale Öffentlichkeit vorzustoßen, ist heute extrem schwer, ich will nicht sagen unmöglich, aber extrem schwierig. Und insofern resigniert man dann auch leicht, indem man sagt, na gut, gegen das, was in Tagesthemen, Heute-Journal und in der Anne-Will-Show erzählt wird, kannst du einfach nichts ausrichten. Erstens laden sie dich nicht ein. Zweitens, wenn du dich äußerst, wirst du nicht gesendet, weil das alles ja gecastet wird. Also selbst die Leute, die man scheinbar auf der Straße interviewt, werden ja gecastet. Also man sendet ja nur diejenigen, die genau in den Mainstream hineinsprechen. Immer dann mit der einen Ausnahme, der eine Verrückte, der dann auch vollkommen radebrechend irgendeinen Unsinn erzählt, als Beweis, dass in der Regel alle Menschen vernünftig sind im Sinne der Regierung. Also, dass man da resigniert gegenüber dieser massenmedialen Öffentlichkeit, kann ich gut nachvollziehen. Aber heutzutage gibt es ja die Alternative der neuen Medien, der internetbasierten sozialen Medien. Und da gibt es doch ganz andere Äußerungsmöglichkeiten, ganz andere Informationsmöglichkeiten. Und ich gehe davon aus, dass wenn sich so etwas wie eine kritische Gegenöffentlichkeit konstituieren sollte, in Amerika gibt es da übrigens schon viele Schritte in diese Richtung, dann kann das eigentlich nur in diesen neuen Medien geschehen. Ich persönlich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe die klassischen Massenmedien abgeschrieben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dort wirklich irgendetwas passiert. Und nehmen Sie nur die unfassbare Arroganz, mit der ARD und ZDF jetzt gerade reagiert haben auf die Tatsache, dass sich irgendeine Regierung, eine Landesregierung an Absprachen, Koalitionsabsprachen gehalten hat und eine Rundfunkgebührenerhöhung abgelehnt hat. Also diese Reaktion, damit steht die ganze Demokratie in Gefahr. Ja, ARD und ZDF, wir sind im Grunde die Grundpfeiler unseres friedlichen Zusammenlebens. Das ist eine Arroganz und die einem sprachlos macht, die einem aber auch zur Resignation bringt, wenn man dann sieht, die können so etwas ohne weiteres präsentieren. Und das gilt dann auch noch als öffentliche Meinung. Also es ist nicht einfach, aber selbstverständlich gibt es Wege, so wie es ja auch in den Universitäten nicht nur politisch Korrekte gibt. Aber auch da hat man die Schweigespirale. Ein junger, sagen wir mal 35-jähriger C1-Mann oder ich weiß nicht, wie die, oder W1-Mann, ich weiß nicht mehr, wie die Besoldungsgruppen heute heißen, der also noch eine Karriere vor sich hat. Der wird sich natürlich tausendmal überlegen, ob er es wagt, gegen die politische Korrektheit anzusprechen oder auch anzuagieren, ob er seine Meinung wirklich sagt oder ob er nicht lieber erstmal Karriere macht, um dann vielleicht, so wie ich als 65-Jähriger, plötzlich auszupacken. Also das gilt also für viele Bereiche, übrigens auch in der Industrie. Die Industrie ist genauso fest im Griff der Political Correctness und dieser Schweigespirale. Es gibt kaum mehr einen Lebensbereich,
wo sie nicht diesen enormen Meinungsdruck verspüren. Und da bedarf es schon eines enormen Muts, dagegen aufzustehen. Alltäglich vielleicht leichter als im Beruf und in der Öffentlichkeit. Aber im Grunde lebt unsere Gesellschaft davon, dass einige diesen Mut noch haben. Hätten Sie den, wenn Sie heute 30 wären? Nein, nee, ganz bestimmt nicht. Absolut nicht. Also ich muss Ihnen das ganz offen gestehen. Gehen Sie in die Situation zurück. Ich bin, was weiß ich, 35, 38, habe noch lange nicht meine C4-Stelle, mein Ordinariat erreicht, habe aber schon eine Frau und Kinder. Was mache ich jetzt? Soll ich wirklich gegen den Stachel löppen oder verziehe ich mich, krieche ich nicht doch in mein Schneckenhaus? Es gibt da Möglichkeiten für Wissenschaftler und das hätte ich wahrscheinlich gemacht. Ich hätte also nicht mitgesungen mit diesem Wahnsinn, sondern ich hätte mich versteckt in irgendein Forschungsgebiet, das so far out ist, dass die politisch Korrekten sich nicht dafür interessieren. Ganz simpel. Ja, ich hätte wahrscheinlich nur noch Antike gemacht. Ja, also das ist noch halbwegs ungefährlich, aber man muss schon in die Vorsokratik zurück, um so einigermaßen unberührt und unbehelligt zu bleiben. Das hätte ich wahrscheinlich gemacht. Ich hätte mich also in Forschungsfelder zurückgezogen, wo ich gespürt hätte, da wird man in Ruhe gelassen. Aber wie ich von einer meiner Töchter mitgekriegt habe, die klassische Archäologie studiert hat, selbst dort herrscht die Political Correctness in einem Ausmaß, das man sich gar nicht träumen lässt. Und insofern will ich da eben gerade nicht so tun, als wäre ich damals mutig gewesen. Ich habe einfach Glück gehabt. Ich habe Glück gehabt, dass man damals noch in Ruhe gelassen wurde. Aber wer heute in dieser Situation ist, den kann man nur bedauern und dem kann man nur Glück wünschen und einen eleganten Weg aus der Heuchelei, die heute verlangt wird, irgendwie herauszufinden. Ja, tatsächlich, das ist ja auch meine Erfahrung mit meinen Interviewgästen. Die Klartext reden, sind meistens im Ruhestand. Natürlich, ja. Das geht ja. Gucken Sie nur die Richter vom Bundesverfassungsgericht. Bei jedem Einzelnen in den letzten 10, 15 Jahren, der in den Ruhestand getreten ist, kam ein Jahr später ein Buch raus, in dem vernichtend die Politik der Bundesregierung dargestellt wurde. Aber erst nachdem sie in den Ruhestand getreten sind. Ja, also, und wenn Sie das Gegenbeispiel nehmen mit Maaßen, der es eben nicht abwarten konnte, mit seinen Wahrheiten herauszurücken, der wird dann zum Buhmann und der wird ausrangiert. Also, es ist im Grunde, es gibt kaum mehr einen Bereich in unserer Gesellschaft, in der Sie Ihre eigene Meinung ohne schwerste Verluste artikulieren können, wenn sie nicht Mainstream ist. Und mittlerweile, das wissen Sie ja, ist die Kontaktschuld so groß geworden, dass schon ein Handschlag mit einem bösen Menschen oder gar ein Mittagessen mit einem bösen Menschen die Karriere kosten kann. Ja, es ist ja auch so, man darf nicht sagen, was die bösen Menschen sagen. Also das ist recht. Dann ist man ja auch ein böser Mensch. Ne? Absolut, ja. Sie dürfen im Grunde noch nicht einmal, es gibt ja die klassischen Beispiele, man klickt etwas an oder verteilt ein Herzchen im Internet an jemanden, der eine Meinung geäußert hat, die einem nachvollziehbar ist. Und dann stellt sich raus, das ist aber ein Böser, also hast du jemanden geliked, der böse ist, also bist du selbst böse, also müssen wir dich genauso aus der Gesellschaft herausdrängen wie diesen. Das sind natürlich Zustände, die einem manchmal ein bisschen dazu verführen, von totalitären Zuständen zu sprechen. Aber ich will mir das verkneifen, will nicht dramatisieren, denn zumindest rein formal leben wir immer noch in einer Demokratie und in einem Rechtsstaat. Und im Grunde ist es an uns allen, den Mut zu entwickeln, zu sagen, aber das wollen wir. Wir wollen Meinungsfreiheit, wir wollen Pressefreiheit. Wir wollen auch die Möglichkeit haben, Meinungen kontrovers zu diskutieren, die nicht auf Regierungslinie sind. Das klingt ja nicht so furchtbar spektakulär, aber es gehört mittlerweile schon sehr viel Mut dazu, diese Minimalbedingungen einzufordern. Ja, wird auch schwierig, wenn alle jetzt Altertum studieren. Ja gut, um Altertum zu studieren, braucht sie auch gewisse Voraussetzungen, die nicht jeder hat. Aber ich meine, sie ins Schneckenhaus zurückziehen. Ja, das nur gut. Aber ich beobachte das bei sehr, sehr vielen Menschen, dass sie sich tatsächlich zurückziehen in ein intellektuelles Schneckenhaus,
Gott sei Dank gibt es ja noch so etwas wie kulturelle Tradition. Es werden zwar jetzt reihenweise Denkmäler eingerissen und Bücher zwar nicht verbrannt, aber auf den Index gesetzt, wie im Mittelalter die katholische Kirche das gemacht hat. Also verbotene Bücher gibt es ja mittlerweile wieder. Aber die stehen da doch noch zu Hause in der eigenen Bibliothek und niemand kann mich hindern, diese Bücher zu lesen und meine Freunde und Kollegen natürlich auch nicht. Also insofern gibt es schon noch so Reservate des Widerstands, wenn sie auch nur noch im eigenen Kopf existieren. Ja, ob das dann mal reicht. Ne? Aber die Kritiker der Corona-Maßnahmen, die werden ja von Politik, Medien und auch von der offiziellen Wissenschaft konsequent ausgeschlossen. Ja, also auch Wissenschaftler, die vor Corona einen exzellenten Ruf hatten. Ja, genau. Aber schwächt das nicht den wissenschaftlichen Diskurs? Das schadet doch der Wissenschaft. Da muss man doch streiten, dachte ich. Absolut. Sie haben vollkommen recht. Dass das selbst bei Virologen jetzt so ist, ist natürlich eine unfassbare Katastrophe, weil ich die zu den Wissenschaftlern gerechnet hätte, noch vor ein paar Monaten, die unberührt sind von Political Correctness. Ich dachte mir eigentlich, bei der Analyse von irgendwelchen Proben im Reagenzglas kann man nicht politisch korrekt oder unkorrekt sein. Aber da diese Virologen ja mittlerweile zu Medienstars avanciert sind, unterliegen sie eben auch der Logik der Medien und können sich auch dieser Logik nicht entziehen. Trotzdem würde ich sagen, in der Wissenschaft ist nicht alles verloren. Es gibt immer noch einen großen, entscheidenden und wichtigen Wissenschaftsbereich. Das ist übrigens der, den die Amerikaner und die Engländer Science nennen, während sie alles andere Humanities nennen. Also und Humanities, das würde ich Orchideenwissenschaften nennen, also so wie das, was ich gemacht habe. Das waren Orchideenwissenschaften und die sind verloren. Da ist gar nichts mehr zu retten, jedenfalls auf viele, viele Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte hinaus. Aber die anderen Wissenschaften, je mathematisierter sie sind, umso eher, sind im Grunde nach wie vor intakt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Mathematik gendern kann. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man Maschinenbau gendern kann oder irgendwie politisch korrekt oder unkorrekt gestalten. Und Gott sei Dank sind das aber Bereiche, die für das Funktionieren unserer Gesellschaft eine Schlüsselfunktion haben. Und solange Mathematik, Maschinenbau, zum Teil auch noch Jura und BWL einigermaßen funktionieren, obwohl auch da schon erste Versuche gemacht werden, sie zu gendern, würde ich sagen, kann die Welt noch weiterlaufen und funktioniert sie noch. Nur das, was mal Kultur in einem engeren Sinne ausgemacht hat, also das, was Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften betrifft, das ist auf einem slippery slope, auf einem furchtbaren Abhang, race to the bottom, wie die Amerikaner sagen. Also das nimmt erst ein Ende, wenn wir bei der absoluten Verblödung angelangt sind. Ich merke, Sie haben noch Hoffnung, aber Sie haben in einem Vortrag von Gefälligkeitswissenschaftlern gesprochen und dass das im Grunde die einzigen sind, die man auch sieht und die man auch zu hören bekommt. Absolut, ja, ja. Das, ich weiß nicht, ob das so zu großem Optimismus einlädt. Nein, das sind ja die Gefälligkeitswissenschaftler, die finden es ja. Geisteswissenschaftler. Ja, es sind Sozialwissenschaftler zum größten Teil, mittlerweile aber leider auch die Virologen. Ja, also das tut mir besonders weh, weil ich, wie gesagt, die ja per Definition ausgeschlossen hätte aus der Gruppe der Gefälligkeitswissenschaftler. Aber wie gesagt, man muss das auch so sehen. Die Virologen sind auch nur Menschen, genauso wie andere Wissenschaftler auch. Und wenn sie jetzt plötzlich in den Brennpunkt des gesellschaftlichen Interesses rücken, aufgrund dieser Angst, dieser wahnsinnigen Angst oder dieser Panik angesichts von Corona, dann darf man auch nicht überrascht sein, wenn sie genauso reagieren wie andere auch, die plötzlich ins Rampenlicht der Öffentlichkeit geraten. Ich habe in einem Tweet auch geschrieben, dem Drosten scheint der Ruhm zu Kopf gestiegen zu sein. Also er wird damit offenbar nicht fertig mit diesem Medienruhm, den er hat und vergaloppiert sich jetzt doch recht regelmäßig. Aber wie gesagt, ich halte das für menschlich und das ist auch bei früheren Kollegen von mir so, Soziologen, auch Medienwissenschaftler, sie werden eingeladen ins Kanzleramt beispielsweise oder zum Bundespräsidenten.
dann nicht korrumpiert zu werden, ist nicht ganz einfach. Ja, also das ist nicht ganz einfach, dann zu sagen, also tut mir leid, Herr Steinmeier, aber das, was Sie da erzählen, ist einfach Schwachsinn. Oder so kann man mit Gegnern der eigenen Meinung nicht umgehen, sondern man wird es genießen. Ich mache da niemandem einen Vorwurf, wenn man diese Chance hat, auf dem Schoß von Frau Merkel zu sitzen. Und das gilt für die Wissenschaftler genauso wie für die CEOs unserer Industrie. Dann nutzt man diese Chance, um Karriere zu machen oder um erfolgreich weiter zu wirtschaften. Also ich verstehe das. Es ist nur, hat nur traurige Folgen, weil diese Leute dann als Repräsentanten von Wissenschaft selbst auftreten. Und das ist natürlich verheerend. Deshalb habe ich ja vorhin gesagt, für mich ist dieser ganze Bereich abgeschrieben. Ich erwarte mir da gar nichts mehr. Also weder von den Geisteswissenschaften noch von den Sozialwissenschaften. Mhm. Aber wer auch, sagen wir mal, jetzt in dieser Corona-Zeit von der offiziellen, ganz verengten Linie nur ein bisschen abweicht, auch als Wissenschaftler, nehmen wir den Fall Streeck. Sie haben das ja bei Twitter, da sind Sie ja mitbekommen, da gab es vor ein paar Tagen diesen Hashtag Sterben mit Streeck. Unfassbar, wo sich die Leute quasi auf ihn gestürzt haben, weil er für ein weniger angsterfüllten Umgang mit Corona geworben hat. Ja. Und weil die Leute jetzt hysterisch werden. Ich meine, eigentlich eine gute Nachricht. Also heutzutage sind schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Oder? Ja, absolut. Nun, auf jeden Fall war es ja immer schon eine Einsicht der Medienwissenschaften oder überhaupt auch der Journalistik, dass nur schlechte Nachrichten überhaupt Nachrichten sind und dass sich für gute Nachrichten niemand interessiert. Tatsächlich ist es so. Ich habe beim Fernsehen noch mehrfach wurde probiert, eine Sendung mit guten Nachrichten zu machen. Ja, genau. Philanthropen haben das immer schon probiert. Mal grandios gescheitert, weil es einfach nicht funktioniert. Ja, manchmal habe ich nur zugeschaut, ich wusste schon, wie es wird, aber ich habe gesagt, lass sie mal machen, ja, weil ich meine, auf mich hat ja keiner mehr gehört. Ja, genau. Jeder muss den Fehler. Das ist ganz klar. Also das lässt sich auch nicht mehr ändern. Heutzutage ist es aber eben auch so, dass jeder, der, wie soll man sagen, an dem Krankheitsbild, mit dem man sich identifiziert, irgendwie rüttelt, als Gefährder der eigenen Identität gilt. Sie müssen sich überlegen, wenn Sie selber Panik entwickeln, etwa gegenüber Corona, aber mit dem Klimawandel ist es genau dasselbe oder mit Atomkraft, Fukushima und ähnlichem mehr. Wenn dann irgendjemand kommt und sagt, es ist nur halb so wild, das mit dem Klimawandel, lasst euch nicht wahnsinnig machen. Es ist nur halb so wild, wir können technisch dagegen steuern, es gibt die tollsten Möglichkeiten, wir können sichere Atomkraftwerke bauen und. Oder wenn Sie eben auch sagen, schaut euch doch mal an, überall in der Welt werden neue Atomkraftwerke gebaut, das ist doch eine vollkommen absurde Politik, die da als einzige Möglichkeit angeboten wird. Wenn Sie das sagen, sind Sie ja nicht nur jemand, der eine abweichende Meinung hat, sondern Sie gefährden die Identität der Menschen, die sich voll und ganz mit dieser Panik identifizieren. Ja, also das ist ihre Identität, diese Angst vor der Katastrophe. Und oft ist es sogar eine Angstlust. Das ist ja auch ein unglaubliches Phänomen, das für Menschen charakteristisch ist, dass Angst nicht nur etwas ist, wovor man sich zusammenschreckt und zurückzieht, sondern wo man da geradezu fasziniert ist von dem Ängstigenden. Denken Sie nur an Horrorfilme als ganz triviales Beispiel. Also man ist fixiert auf das Beängstigende und möchte sich das auch nicht mehr nehmen lassen. Ich habe ja den Vergleich mit den Krankheitsgewinnlern schon gemacht, die sich auch ihre Krankheit nicht ausreden lassen wollen. Und so wollen sich auch viele Leute ihre Angst nicht ausreden lassen, weil das ein Weltbild ergibt. Und vor allen Dingen, Sie dürfen eins nicht vergessen, bei all diesen Katastrophenszenarien haben Sie einen ungeheuren Mehrwert, den Sie den Menschen anbieten können, nämlich jetzt sind wir alle gleich. Vor der Katastrophe sind wir alle gleich. Ja, alle sind gleich gefährdet von Corona. Alle sind gleich, sogar, was weiß ich, die Königshäuser kriegen Corona, die Spitzenpolitiker, wer auch immer. Alle sind gleich gefährdet. Von der Atombombe waren alle gleich gefährdet. Von den Atomkraftwerken und ihren Explosionen alle gleich gefährdet. Vom Klimawandel alle gleich gefährdet. Das ergibt ein wunderbares Gefühl von Gleichheit. Ich fand das immer ganz genial. Ich glaube, das war in dem Film The Day After Tomorrow oder einem ähnlichen Katastrophenfilm. Independence Day, glaube ich, was. Da saßen am Ende dann in einem rauchenden Trümmerfeld
saß eine schwer verletzte amerikanische Präsidentengattin und eine Striptease-Tänzerin nebeneinander, als wenn man so will, die einzigen Überlebenden. Und das war das Bild, um das es eigentlich geht. Ja, die Striptease-Tänzerin und die Präsidentengattin, sie haben dasselbe Schicksal. Und was für eine wunderbare Nachricht ist das. Also man darf auch nicht vergessen, welcher spirituelle Mehrwert in den Panikszenarien steckt. Endlich die erträumte Gleichheit aller Menschen. Das ist natürlich alles in Wirklichkeit nicht wahr, weil Referatschäden betreffen die Leute völlig unterschiedlich. Sagen wir mal, es gibt Menschen wie Sie, Ihnen kann das wurscht sein, ob das öffentliche Leben zusammenbricht, jetzt werden wieder alle Geschäfte geschlossen und so weiter. Ja. Sie haben natürlich Ihre wahrscheinlich gar nicht unbedeutende Pension, ja. Aber Menschen, die... Das ist unbedeutend. Aus meiner Perspektive. Aber viele Menschen kämpfen um ihre Existenz, ja, um ihre wirtschaftliche, haben Angst vor sozialem Abstieg. Viele Menschen, die vorher ganz normal gearbeitet haben, leben jetzt schon von Hartz IV. Ja, auch alles, was die Kunst angeht und die Kultur angeht. Also im Grunde ist das einfach eine Illusion. Das ist eine Illusion, würde normalerweise auch dazu führen, dass diese Leute, die mitten im Leben stehen, Sie sagen das vollkommen zu Recht, ich bin genau dieser privilegierte Gegentypus, pensioniert, kriege meine Rente fertig, kann auch in meinem Garten bleiben. Also ich verliere gar nicht so furchtbar viel an Möglichkeiten, kann mit Ihnen per Zoom sogar in die Öffentlichkeit kommen. Also ich bin der Gegentyp zu denen, die wirklich betroffen sind. Sie haben vollkommen recht. Und die würden normalerweise auch eine kritische Masse bilden gegen diesen Meinungsmainstream. Aber sie haben gegen Angst. Diese Panik. Ja, nein, sie, nein, nein. Was, ja, sie haben Angst, das stimmt auch. Aber es kommt etwas ganz anderes dazu. Sie werden geflutet mit Geld. Natürlich nicht mit ausreichend viel Geld, aber das war natürlich auch eine geniale Idee einer Gesellschaftsregierung wie der von Frau Merkel, zu sagen, okay, bevor es da zu irgendwelchen Unruhen kommt oder zu wirklich ernstzunehmenden Protesten, wir fluten das alles mit Geld. Und das geht auch nur in Deutschland so, weil kein anderes Land mit einer schwarzen Null operieren konnte oder kaum eins der relevanten Länder. Wir hatten also enorme finanzielle Reserven und konnten uns jetzt leisten, ein Schuldenniveau aufzubauen wie Italien, Frankreich oder Spanien. Und damit mit diesen gigantischen Schulden zunächst einmal für viele Monate diese Leute zu fluten, die unmittelbar betroffen sind. Und ich glaube, alle die werden auch sich selber zugestehen, dass sie jetzt doch anders reagieren auf das, was da passiert und was ihre Existenz bedroht, als vielleicht im ersten Augenblick, als sie dann gesehen haben, mein Gott, ich kann vielleicht für ein Jahr mein Geschäft gar nicht mehr aufmachen, das heißt, ich werde bankrott sein. Also das muss man noch mit hinzunehmen, dass auch deshalb es keinen ernstzunehmenden Widerstand gibt, weil selbst diejenigen, die wirklich existenziell ökonomisch betroffen sind von der Corona-Krise, jetzt plötzlich in den Genuss des Wohlfahrtsstaates kommen. Das ist natürlich nicht eins zu eins. Also das ist nicht so, dass alles kompensiert wird. Aber wenn es so sein sollte, dass sie 70% ihrer Verluste kompensiert bekommen, dann ermöglicht das jedenfalls ein sehr viel gelasseneres Verhältnis gegenüber den Corona-Maßnahmen, als wenn es heißen würde, so ab nächste Woche bin ich pleite, ich kann mein Geschäft zumachen, ich weiß nicht, wovon ich jetzt leben soll. Also das, genau. Ich glaube, das muss man mit einbeziehen. Unbedingt, das funktioniert allerdings nur, wenn das auch bald vorbei ist. Ja? Sonst à la longue wird es nicht funktionieren. Sie haben vorhin gesagt, Sie machen sich eigentlich keine großen Sorgen, also keine richtig großen Sorgen um die Demokratie. Nur zu einer Demokratie gehört ja eine freie und unabhängige Presse. Wie steht denn unsere Presse da? Ja, also ich neige natürlich wie alle Welt auch dazu, von der Presse oder den Massenmedien zu reden. Den klassischen Medien. Ja, die klassischen Fernsehsender, die klassischen großen Zeitungen. Also fangen wir mal mit dem Fernsehen an. Das ist für mich die größte Enttäuschung. Und zwar schon seit vielen, vielen Jahren, dass ARD und ZDF hundertprozentig auf Regierungslinie liegen, ist allen bekannt und das weiß man und das ist ein Trauerspiel, das dann auch noch gebührenfinanziert wird, aber das kann man hinnehmen. Was mich, was die klassischen Fernsehsender betrifft, so deprimiert seit vielen Jahren ist,
dass, was Nachrichten und Berichte betrifft, sich die Privatsender von den Öffentlich-Rechtlichen so gut wie gar nicht unterscheiden. Das hat auch manchmal ganz massive materialistische Hintergründe, dass, was weiß ich, da es einen Sender gibt, der gehört einer Dame, die intim befreundet ist mit Angela Merkel und natürlich den Teufel tun wird, ihren Sender irgendwie kritisch einzustellen. Aber die sind halt auch angewiesen, genau wie die Industrie, sind sie angewiesen auf ein gutes Verhältnis zur Regierung. Und da für Privatsender Nachrichten und Berichte sowieso nur ein Ornament am Rande sind, denen geht es ja nur darum, Werbezeit zu verkaufen. Und vor allen Dingen das mit Spielfilmen oder irgendwelchen Shows zu machen, spielt das für die keine Rolle. Aber dadurch sind sie auch keine Alternative. Insofern ist das Fernsehen insgesamt, das klassische Fernsehen, muss man vergessen, ist reine Regierungspropaganda. Wenn man jetzt die noch klassischeren Medien, also Zeitungen und Zeitschriften, nimmt, kann man auch noch differenzieren. Allerdings ernstzunehmende kritische Stimmen werden immer seltener. Und das schmerzt dann natürlich vor allen Dingen bei den sogenannten Qualitätsmedien, bei den sogenannten Qualitätszeitungen wie FAZ und Süddeutsche. Die Süddeutsche war schon immer links, das ist ja auch in Ordnung, ist prima, so wie die FAZ eher rechts war. Aber sie ist jetzt einfach auch zunehmend zum Sprachrohr von Regierung geworden oder dieses rot-grünen Mainstream, der ja nur scheinbar gekontert wird von einer schwarzen Kanzlerin. Und auch die FAZ ist offensichtlich auf Regierungskurs in fast allen Beiträgen umgeschwenkt. Auch da ein ganz simpler materialistischer Hintergrund. Man ahnt, dass es bald nicht mehr ausreichend Inserate gibt für die Zeitung, oder auch jetzt ist es nicht mehr der Fall. Mit dem Online-Geschäft funktioniert es noch nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Also ist man à la longue angewiesen auf Gelder, die letztlich nur von der Regierung kommen können. Also dieses sich schon einstellen darauf, dass das eigene Überleben als Zeitung davon abhängt, dass man Gelder von der Regierung bekommt, das ist natürlich eine Katastrophe. Und verunmöglicht so etwas wie regierungskritische Berichterstattung. Also das ist schon ein sehr trauriges Kapitel, sodass man im Grunde auch da nur noch auf Alternativmedien im Grunde zurückgreifen kann. Da wird jeder unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, aber ich kann jedenfalls aus Spiegel und Fokus keine wirklich interessanten Informationen entnehmen. Ich muss dann auch schon zu rechtskonservativen Magazinen greifen, wie Cato oder das konservative Cicero, um irgendetwas zu finden, was ich interessant finde oder ein bisschen, wie soll man sagen, Distanz schafft zum Mainstream. Das findet man eigentlich bei den klassischen Medien so gar nicht mehr. Was mich so ein bisschen erschüttert, und da sehe ich nämlich in allen klassischen Medien keine Recherche mehr, keine größere. Ich sehe keinen investigativen Journalismus. Nehmen wir mal diese PCR-Tests. Das ist ja, sind ja die Mutter aller Maßnahmen. Also alle Maßnahmen beruhen auf diesen PCR-Tests. Die werden weltweit von vielen Wissenschaftlern als, selbst vom Erfinder, als im Grunde nicht geeignet als Diagnosemittel benannt. Also viele kritisieren diese PCR-Tests als das, als was sie jetzt ge zu gebrauchen sind. Also quasi als Diagnosemittel und als Standard für all diese Maßnahmen, die jetzt auch wieder in den harten Lockdown münden, höchstwahrscheinlich. Da frage ich mich, da muss ich doch als Journalist auf die Idee kommen, zu sagen, egal wie ich denke, das recherchiere ich aber jetzt mal nach. Da mache ich doch jetzt mal einen Bericht draus. Da mache ich doch. Aber das ist auch so eine mediale Schweigespirale. Wie funktioniert denn die? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage und ich muss Ihnen gestehen, nichts würde mich so sehr interessieren, als mal zu erfahren, was in den berühmten Geheimgesprächen der Kanzlerin mit führenden Journalisten, also mit den Journalisten der Leitmedien, eigentlich so diskutiert wird. Also man kann ja nur ahnen und vermuten, dass es dort Absprachen über das gibt, was man besser nicht berichtet oder wo man besser nicht tiefer gräbt, weil es ja Ersatzschauplätze gibt für Investigativjournalisten. Also wenn es darum geht, irgendwelche Leute, die auf dem rechten Spektrum der Politik sind, genauer unter die Lupe zu nehmen, dann geschieht das ja nach wie vor. Also mit Strache hat man das ja wunderbar vorgeführt, Investigativjournalismus bis an die Grenze, wie soll man sagen, von Spionage.
Montage. Also das gibt es immer noch. Es gibt es auch immer noch, wenn es beispielsweise darum geht, kapitalistische Machenschaften aufzudecken. Also wenn der Antikapitalismus bedient werden soll, vom Investigativjournalismus, auch das findet nach wie vor statt. Ein Tabu gibt es eigentlich nur bei allen regierungsnahen Maßnahmen und regierungsnahen Themen. Und das kann man natürlich auch vor sich selbst dadurch rechtfertigen, dass man sich dann sagt, oh, wenn wir jetzt darüber noch ausführlich diskutieren würden und würden womöglich sogar feststellen, dass diese Tests nicht valide sind, dass sie eine viel zu hohe Zahl der Fehldiagnosen bringen, dann würde das die Panik der Bevölkerung noch steigern. Es würden alle Maßnahmen der Bundesregierung konterkariert und. Das heißt also, man geht bei den Medien genauso, also ich meine die bei den klassischen Massenmedien, genauso wie in der Regierungspolitik davon aus, dass die Bürger eigentlich unmündig sind, dass sie noch Kinder sind, die nicht alle Informationen wirklich vertragen und gut verarbeiten können und dass man sie ihnen gewissermaßen mundgerecht servieren muss. Also man muss ihnen die ganze Welt, alles, was in der Welt geschieht, mundgerecht servieren, damit sie sich daran nicht verschlucken und nicht zu falschen Schlussfolgerungen kommen. Und das ist eben das, was mit allen großen Weltthemen geschieht. Und das ist der eigentliche Sündenfall des Journalismus. Der Sündenfall des Journalismus liegt nämlich in der Vermischung von Informationen und Meinungen. Früher wurden die immer getrennt. Das war ja der berühmte Strich in der Zeitung, der Feuilleton getrennt hat von der Information und der Nachricht. Dieser Strich ist jetzt weg. Man vermischt alle Informationen aus der Welt mit den Meinungen, die man dazu haben soll. Das heißt also, Sie können sich gar kein eigenes Urteil mehr über Weltsachverhalte machen, sondern Sie bekommen gleich mitgeliefert, wie das zu interpretieren und zu beurteilen ist. Und das ist für meine Begriffe die eigentliche Katastrophe des Journalismus. Nicht, dass Sie nicht weitergraben und bohren, sondern das, was Sie an Informationen herbeischaffen, gleich so gestalten, dass es, wenn Sie so wollen, den Regierenden in den Kram passt, dass es der Elite in den Kram passt. Und das ist natürlich das Gegenteil von Kritik. Also das meinte ich vorhin eben schon wiederholt. Wir waren selten dem Ideal der Aufklärung so fern wie heute. Und Pressefreiheit war ja eigentlich das wichtigste Gut der Aufklärung. Ja, das war, wenn man so will, das Flaggschiff der Aufklärung, die freie Presse. Und davon ist heute so gut wie nichts mehr zu sehen. Ich habe hier noch ein schönes Beispiel, nicht aus der Presse, sondern aus der Politik. Also Minister Spahn und der Chef der Apotheker, die haben Ärzte und Apotheker in einem Live-Chat aufgefordert, gegenüber Patienten keine Bedenken wegen der Impfung zu äußern. Mhm. Ich meine, das widerspricht ja komplett dem Berufsbild von Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. So ist das. Ne? Genau. Also anstatt auf Ärzte zu hören, gibt Ihnen die Politik Anweisungen. Genau. Das zeigt doch, dass sich das Selbstverständnis von Politikern in den letzten Monaten doch auch unheimlich verändert hat. Das hat es, ohne Zweifel. Das kann man an einigen Figuren ja auch wunderbar beobachten. Söder beispielsweise geht ja geradezu auf in dieser Katastrophenwelt und als ständige Kassandra, die sich selbst überbietet. Und natürlich als auch derjenige, der die härtesten Maßnahmen als erster verkündet. Also der lebt gewissermaßen auf, blüht auf in dieser Corona-Welt. Insofern kann man da charakteristische Veränderungen schon feststellen. Nehmen Sie hinzu auch noch, was der grundehrliche Schäuble gesagt hat, nämlich man wäre als Politiker dumm, wenn man eine so schwere Krise nicht nutzen würde, um Politik durchzusetzen, die man in ruhigen Zeiten gegenüber der Bevölkerung niemals durchsetzen könnte. Und das passiert natürlich unentwegt, vor allen Dingen auch auf europäischer Ebene. Es werden jetzt Fakten geschaffen, politische Fakten geschaffen, die niemals möglich gewesen wären, wenn die Leute nicht betäubt wären von Angst. Denken Sie an das spektakulärste Beispiel auf europäischer Ebene ist natürlich die Schuldenunion. Ja, also selbst unsere eigene Kanzlerin hat noch vor wenigen Monaten gesagt, nur über meine Leiche, kommt überhaupt nicht in Frage. Jetzt gibt man sich noch nicht einmal mehr Mühe, ein anderes Wort dafür zu finden. Man richtet das einfach ein und sagt, es ist alternativelos, es muss sein, wir machen das jetzt wegen Corona. Und dieses wegen Corona, damit können Sie heute fast jede Politik legitimieren. Und das tut man dann auch weidlich. Das macht man dann auch sehr, sehr gerne.
weil eben man davon ausgeht, dass Corona uns in einen Ausnahmezustand hineingezwungen hat. Und in einem Ausnahmezustand hat der Souverän, und das wäre in dem Fall nicht das Volk, sondern die Regierung, Handlungsbefugnisse und Maßnahmebefugnisse, die es eben in einem geregelten demokratisch-rechtsstaatlichen Zusammensein nicht geben kann. Denken Sie nur an diese offenbar Dauereinrichtung der Absprache Kanzleramt mit den Ministerpräsidenten der einzelnen Länder. Gibt es überhaupt nicht, es existiert nicht, diese Institution existiert überhaupt nicht. Aber die Begründung ist, wegen Corona, Ausnahmezustand, Notstand, deshalb ist alles möglich. Und das heißt, die Politiker, die jedenfalls an den entscheidenden Schaltstellen der Macht sind, haben eine Art Freifahrtschein für alles, was ihnen gerade so einfällt. Und das nutzen einige auch weidlich aus, vor allen Dingen, um sich dann auch als Führer zu präsentieren. Es ist ja auch kein Zufall, dass Merkel genau in dem Augenblick, in dem die Corona-Krise richtig Fahrt aufgenommen hat, unentwegt an Zustimmungswerten gewonnen hat. Die sollen zwar jetzt wieder gebröckelt sein, aber der ungeheure Aufschwung der CDU und vor allen Dingen der Beliebtheit von Angela Merkel selber, die eigentlich schon auf dem absteigenden Ast war. Söder auch. Söder natürlich, ja, Spahn, natürlich, ja, genau. Das sind alles Profiteure. Und das meinte ich auch vorhin. Es gibt eben in dieser Angstindustrie enorme Profiteure der Panik. Und das gibt sie in der Politik, es gibt sie in den Medien und es gibt sie in der Wirtschaft. Dagegen dann anzukämpfen mit Aufklärung wäre eigentlich die primäre Aufgabe des Journalismus. Aber der Journalismus versteht sich mittlerweile auch als in einer Art Oberlehrerfunktion. Ja, also die Menschen sind offenbar unmündig. Wir müssen sie an der Hand nehmen. Oder wie Georg Restle so schön formuliert hat, wir müssen einen werteorientierten Journalismus machen. Wir müssen Haltung zeigen. Haltung ist viel wichtiger als Information. Wir müssen den Menschen vormachen, wie sie sich zu den einzelnen Fragen der Welt zu verhalten haben. Also totaler Abschied von dem, was mal aufgeklärter Journalismus war. Man kann sowas machen, man darf es aber dann nicht Journalismus nennen. Ne? Ja, genau. Professor Bolz, vielleicht haben wir ja ein bisschen zur Aufklärung beigetragen, würde mich das freuen. Das wäre schön. Ja. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses sehr informative und auch unterhaltsame Gespräch. Sehr gerne. Ja. Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ja, danke schön. Ja, liebe Leute, in diesem verrückten Jahr ist Schweigen garantiert nicht Gold, auch wenn Reden ein bisschen wehtun kann. Aber ich befürchte, sonst werden die nächsten Jahre noch schmerzhafter. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.